Wenn man zwei Geräte einsetzt, bekommt man mehr Bilder. Wir beginnen heute mit Equinox und M15, einem offenen Sternhaufen. Es folgt C-Star S50 und M2. Hier habe ich den Autofokus vergessen. Jetzt kommt M2 mit dem Equinox, diesmal scharf. Der nächste Sternhaufen, M71, wurde mit dem C-Star aufgenommen. Mit dem Equinox habe ich dann M56, immer noch Sternhaufen, aufgenommen. Die erste Galaxie des Abends ist M33, mit dem C-Star erfasst. Es folgt die verborgene Galaxie, IC342. Mit dem Equinox konnte ich sie einigermaßen ablichten. Der erste Nebel ist sehr schön geworden. Es ist der East Weil Nebula. Das hat der C-Star gut gemacht. Natürlich muss dann der West Weil Nebula folgen, aufgenommen mit Equinox. Hier stört der helle Stern in der Mitte die Aufnahme. Das letzte Bild vom C-Star zeigt die Plejaden. Und den Schluss macht der Krebsnebel vom Equinox. Das war's. Gruß an alle, wo immer ihr seid.